Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Schön, dass ihr den zweiten Teil Hot oder Schrott geklickt habt. Im ersten habe ich etwas zur Theorie erzählt, im zweiten möchte ich einen praktischen Vergleich zeigen, wie ich die Qualität von Uhren anhand von einzelnen Details beurteile. Hierfür habe ich eine sehr günstige Casio und eine deutlich teurere Sinn genommen. Zunächst aber mal, wie ich die Casio ausgepackt habe. Das war sehr ernüchternd. Vorab, für den Preis ist die Casio eine gute Uhr. Es geht nicht um Markenbashing. Nun aber direkt zum Vergleich. Meine beiden Kandidaten sind eine sehr günstige Casio, gekauft bei Amazon für unter 40 Euro, sowie die Sinn 556 Jubiläum, die über 1000 Euro gekostet hat. Ich werde, wie in der Theorie beschrieben, die Uhren mir nach dem Fummelprinzip anschauen. Verarbeitung, Uhrwerk, Marke, Material, Einfluss und Langlebigkeit. Beginnen wir direkt mit der Verarbeitung. Auf den ersten Blick, mit etwas Abstand, sehen beide Uhren sehr ordentlich aus. Man sieht keine elementar großen Unterschiede. Beide haben ein Band aus Metall und ein einfaches, klar strukturiertes Ziffernblatt. Wenn man etwas näher herangeht, erkennt man, dass die Lünette der Casio scheinbar etwas aufwendiger gestaltet ist und die Sinn etwas geradliniger oder einfacher wirkt. Aber gerade in dieser Einfachheit liegt der Charme und die Kunst der Bearbeitung, wie ich später zeigen werde. Was mich bei der Casio wirklich gestört hat, ist die Tatsache, dass die Hörner satiniert sind, aber nicht in der gleichen Körnung wie das Band. Die Hörner sind viel gröber satiniert, was man mit bloßem Auge erkennen kann und je nach Lichteinfall wirklich unschöne Effekte hervorruft. Wenn man etwas näher herangeht, sieht man sehr deutlich, wie grob das Horn bearbeitet ist und wie vergleichsweise fein im Gegenzug das Band bearbeitet ist. Das passt so nicht zusammen. Die Sinn im Gegenzug ist feiner und vor allem einheitlich satiniert. Auch hier sieht man, dass die Satinierung auf dem Horn diagonal erfolgt ist und auf dem Bandanstoß gerade, was wunderschöne Lichteffekte hervorruft. Bei der Casio kann man sogar auf diesem Bild bei den Hörnern auf der linken Seite die grobe Bearbeitung deutlich erkennen, was auf dem Band so nicht zu erkennen ist. Auch hier wird die unterschiedliche Bearbeitung sehr deutlich. Die Sinn hingegen wirkt auch auf diesem Bild wie aus einem Guss und die Satinierungen auf dem Horn unten rechts und auf dem Bandanstoß sehen wirklich gleich aus und harmonieren gut, auch wenn die Laufrichtungen der Satinierung in unterschiedliche Richtungen gehen. Bei der Casio kann man hier gut erkennen, dass sie ein nicht ideales Finish des Gehäuses hat, was aussieht wie Schmodder und Tragespuren, ist das, was tatsächlich übrig geblieben ist, nachdem ich sie mehrfach mit einem Tuch poliert habe. Die Sinn hingegen, die bereits viele Male getragen wurde, sieht nach wie vor sehr gut aus. Außerdem hat die Sinn eine signierte Krone und eine verschraubte Krone, was die Casio nicht hat. Am beeindruckendsten finde ich aber, wie deutlich wird, was eine entsprechende Gehäusebearbeitung ausmacht. Die Kronenschutzelemente im oberen Teil des Bildes bei der Casio sehen für mich aus wie rundgelutschte Hustendrops und bei der Sinn kann man unten Konturen erkennen und es wird wirklich eine Formgebung präsentiert und nicht nur eine glattpolierte Fläche. Ähnliches zeigt sich auch auf der Gehäuserückseite. Bei der Sinn sind definierte Kanten zu erkennen, sowohl bei der Lünette als auch im Übergang zum Gehäusekörper. Die Casio hingegen wirkt, als wäre sie mit einer Schwabbelscheibe poliert. Das ist insgesamt die günstigere Bearbeitung und es geht schneller, aber für mich wirkt es weniger ansprechend als die klar definierten Kanten und das saubere Gehäuse der Sinn. Neben dem Gehäuse
gibt es aber auch noch weitere Merkmale, die auf eine liebevolle oder weniger liebevolle Bearbeitung schließen lassen. Schaut man sich die Zeiger der Casio an, kann man erkennen, dass der Zeiger leicht geknickt ist in der Mitte, eine Falz hat, sowie dass die Aussparung für die Leuchtmasse nicht exakt ausgeschnitten ist und an den Kanten etwas rundlich wirkt. Die Sinnzeiger hingegen sind sehr scharfkantig und auch die Aussparungen für die Leuchtmasse sind eckig und sauber gearbeitet. Auch hier lässt sich ein deutlicher Unterschied in der B- und Verarbeitung erkennen. Kommen wir zum U von Fummel, dem Uhrwerk. In der Casio ist ein Quarzwerk verbaut. Über das Kaliber 2784 kann ich weder Gutes noch Schlechtes sagen. Was die Ganggenauigkeit betrifft, habe ich noch keine Erfahrungswerte. Insofern, es ist ein Quarzwerk und es ist mit großer Wahrscheinlichkeit kein Hightech-Quarzwerk wie in den wirklich teuren Uhren. In der SIN ist ein ETA-Werk verbaut, sozusagen der Volkswagen der Uhrwerke in der zweithöchsten Qualitätsstufe mit einem speziellen SIN-Rotor. Nichts Außergewöhnliches, aber sehr solide Hausmannskost. M für Marke. Wenn ich an Casio dachte, habe ich immer an Taschenrechner und G-Shock-Uhren gedacht. Die Homepage zeigt mir, dass Casio eine Art elektronischer Gemischtwarenladen ist. Ganz anders verhält es sich bei SIN. SIN ist eine Marke, die ausschließlich für Uhren steht, Uhren in einem speziellen Design, funktionale Uhren und Uhren von SIN lassen sich auf den ersten Blick als solche erkennen. Insofern ist die Markenbildung mit Blick auf die Uhr als Produkt bei SIN deutlich ausgeprägter als bei Casio. Kommen wir zum M für Material. Die Casio ist ausgestattet mit einem Mineralglas. Das ist nicht per se schlecht, aber auch nicht außergewöhnlich gut. Die SIN hat ein Saphirglas. Bei der Casio finden wir auf der Rückseite gefaltete Bandanstöße. Hier ist Blech gebogen, um das Band integriert wirken zu lassen auf der Oberseite der Uhr. Auch die grobe Bearbeitung lässt sich deutlich erkennen. Die SIN hingegen hat massive Bandanstöße, die aus dem Vollen gefräst sind und sehr genau zwischen die Hörner passen. Das ist eine deutlich höhere Qualität und auch eine schwierigere Verarbeitungsstufe. Hier noch einmal die Anstöße von Casio und hier die von SIN. Am auffallendsten ist mir der Unterschied am Band gewesen. Das obere Band ist von Casio, das untere von SIN. Das SIN-Band zeigt schon leichte Gebrauchsspuren, wie gesagt, es wurde getragen. Oben sieht man, dass auch hier gefaltetes Blech zum Einsatz gekommen ist. Dieser Eindruck setzt sich bei der Schließe fort. Links sehen wir die Schließe von Casio und rechts die Schließe von SIN. Die Schließe von SIN besteht aus massivem Stahl und die einzelnen Elemente wurden ausgefräst. Die Schließe ist auf Haltbarkeit angelegt und hat ein entsprechendes Gewicht. Ebensolches gilt für die Klappe der Schließe und nicht nur den Faltmechanismus. Integriert ist eine Tauchverlängerung, obwohl die 556 keine Taucheruhr ist. Bei der Casio treffen wir wieder auf dünnes Blech. Diese Schließe ist funktional, mag auch halten, klappert etwas, aber sie ist qualitativ nicht mit der SIN zu vergleichen. Die Schließe sieht wiederum ganz ähnlich einfach aus. E wie Einfluss. Das ist nicht so einfach. Casio hat einen großen Einfluss auf den Uhrenmarkt mit ihrer G-Shock-Reihe. Hier wurde ein Standard gesetzt und wirklich eine ikonische Uhr geschaffen. SIN hingegen hat einen Einfluss anderer Art durch Entwicklungen wie die Trockenhaltetechnologie, wie die schmierstofffreie Hemmung und andere Sachen. In puncto Langlebigkeit lässt sich die Frage, glaube ich, recht einfach beantworten. Eine Uhr für unter 40 Euro lässt sich wirtschaftlich nicht sinnvoll reparieren und warten. Die SIN hingegen ist, entsprechende Pflege vorausgesetzt,
Eine Uhr, die ich gerne meiner Nichte oder meinem Patenkind vererbe und vielleicht sogar diese weitervererben können, so sie sich denn ordentlich um die Uhr kümmern. Ein kleiner Tipp noch. Wem die Stahlbänder nicht gefallen oder wem die Qualität der Stahlbänder nicht zusagt, kann ein Lederband montieren und die Uhr bekommt ein ganz anderes Aussehen. Somit wird sogar die Casio mir persönlich ein klein wenig sympathischer. Mein Fazit: Für unter 40 Euro bekommt man mit der Casio eine erstaunlich gute Uhr. Die SIM ist aber in allen Belangen erkennbar besser und deutlich aufwendiger gestaltet. Ich bedanke mich, dass ihr in meinen Kanal geklickt habt. Wenn er euch gefallen hat, könnt ihr ihn abonnieren und wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt es bitte gerne in die Kommentare unter dem Video. Ich werde selbstverständlich antworten. Bis dahin, euer WatchMaxe.